Mahlzeit zusammen. Ich bin mal wieder unterwegs und zwar Richtung Diemelsee. Dort sieht man schon das untere Becken. Direkt vor mir die Staumauer. Ich habe ein bisschen unterhalb im Dorf geparkt, weil ich ja, wie ihr wisst, gerne kostenlos parke. Und da ich das Fahrrad ja mit habe, wäre es Blödsinn, hier diese horrenden Parkplatzpreise zu nutzen. Deswegen trampel ich mich direkt den Berg hoch. Ist mir auch direkt warm, weil, wie ihr sehen könnt, ist heute stark bewölkt. Ich glaube, 4,5 Grad hatten wir gerade. Und das war nicht wirklich viel. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken. Ja, ich werde da rüberfahren. Ich habe Gegenwind gerade auf dieser Seite. Und dann auf der gegenüberliegenden Seite erstmal fahren. Ach, da vorne ist so eine Absenkung. Die werde ich dafür nutzen. So, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Und dann ist auch gleich angenehmer, wenn der Wind von hinten kommt. Frisch genug ist es eh. Ah. Ja, Leute, das ist mir aber ein bisschen zu eng hier. Da muss ich doch nochmal. Ja, ich dachte, hier über die Staumauer geht ein Radweg oder ein breiter Gehweg oder irgendwie was. Aber da habe ich mich wohl vertan. Auf der anderen Seite sieht es auch ganz nett aus. Da könnte man sogar theoretisch gleich runterfahren, wenn ich das richtig sehe. Ach nee, ist gesperrt der Weg. Naja gut, dann filme ich halt mal eben so. Ein wunderschönes Gebäude. Auch hier rundum mit den Wäldern, klasse. Aber jetzt erstmal ein bisschen trampeln, damit es warm wird. Ist nämlich doch recht frisch. Jetzt gerade bergauf war mir warm, aber hier ist direkt kalt. Ja, wenn man jetzt erstmal über diese Staumauer drüber ist, kommt auch wieder ein Radweg. Ich war ja schon mal hier im April, glaube ich, letzten Jahres, Anfang April. Und bin mit Zelt hier hingefahren, Fahrrad und Zelt. Da war es dann nachts doch noch deutlich unter Null und ich hatte nur den dünnen Sommerschlafsack mit. Und Ende vom Lied war, dass ich ja dann am zweiten Tag hier nochmal ein paar Aufnahmen rund um den Diemelsee machen wollte. Was aber nicht möglich war, da ich mich morgens gegen 1:30 dann abholen lassen habe. Und so durchgefroren war, das ging gar nicht mehr. Deswegen jetzt heute nochmal eine Extra-Tour Diemelsee. Weil das will ich mir ja nicht entgehen lassen. Und ihr bestimmt auch nicht. Ja, richtig gelesen, Umfallkurve. Also immer schön vorsichtig auf dem Rad. Hier ist so ein schöner kleiner Aussichtspunkt gegenüber von der Sperrmauer. Eben 5 Meter vom Radweg hier rein, sieht man sofort. Echt klasse. Welches Schild mich gerade ein bisschen amüsiert, ist dieses hier. Bei Tauchvorgängen ist das Angeln einzustellen, damit nachher nicht irgendein Taucher am Haken hängt wahrscheinlich. Mal eben hier so ein paar Meter runtergehen. Ja, da auch schön felsig.
Ach, das hat schon was. Da führt sogar eine Treppe extra runter. Ja, wahrscheinlich für die Taucher. Und da ist die Staumauer. Also der Radweg hier geht zwar direkt an der Straße her, aber auch schön an diesen Felswänden entlang. Das sieht schon wieder klasse aus. Das ist ja ein Phänomen. Ich sehe das ja auch bei meinen Radlerkollegen, die auch das ein oder andere Video bei YouTube immer hochladen. Seid gegrüßt an dieser Stelle. Das Merkwürdige ist ja, dass uns diese Wetterwidrigkeiten komischerweise nichts ausmachen. Klar ist man nicht glücklich damit, dass es regnet oder stürmt oder kalt ist. Aber trotzdem ist man äußerst zufrieden, bei dem Wetter einfach unterwegs zu sein. Dass man einfach dieses Glück hat, das jederzeit nutzen zu können. Da fliegt wieder einer von meinen schwarzen Komoran. Ja, jetzt bin ich wieder vom Thema abgekommen, aber ist egal. Auf jeden Fall ist es ja für viele schwer verständlich, dass wir das bei Wind und Wetter machen, aber es macht einfach Spaß. Und ist bei jeder Temperatur ein Genuss. Ja, hier ist der Luftkurort Heringhausen, staatlich anerkannt. Jo. Hier geht es auch direkt los mit dem Seehotel. Ich glaube, das ist somit das größte hier am Ort. Aber vom Ort selber muss ich euch, glaube ich, gar nicht ganz viel zeigen. Der ist nicht ganz so ansehnlich, sagen wir es mal so. Dort auf der Seite befindet sich der Chaletpark Diemelsee. Der ist doch ganz ansehnlich. Hier gegenüber ein Campingplatz, die es hier auch reichlich gibt. Ja, hier geht es zum Strandbad runter und zur Sonnenterrasse. Mal schauen, wie es mit der Sonne ausschaut. Weil so wirklich Sonne gibt es ja heute nicht. Aber auch hier nicht, klar. Ja, spätestens jetzt sind alle wach. Ich fahre mal hier kurz mit euch rein. Der Unterschied hier zu manch anderem See ist ja, dass der auch zu Freizeitzwecken genutzt werden kann. Mit Strandbad, Bootsverleih, ja, Essen, Schwimmen, Leben, sage ich mal. Was ja zum Beispiel das letzte Mal an der Aabachtalsperre nicht möglich war. Deswegen gibt es hier schon so ein paar Sachen mehr. Die Campingplätze sollte man sich vorher mal anschauen, bevor man sich hier einen aussucht. Ich war das letzte Mal zum Beispiel dort gegenüber auf dem linken. Sehr nett, sehr sauber und zuvorkommend. Was ich von dem einen oder anderen vielleicht nicht unbedingt behaupten würde. Ja, jetzt fahre ich hier unten an diesem Seeweg, aber in die falsche Richtung, stelle ich gerade fest. Ich werde mal drehen und dann weiterschauen. Da ist diese schöne Brücke zu sehen mit diesen Viaduktbögen. Da werde ich jetzt gleich rüberfahren und dann dort an dem Campingplatz weiter, glaube ich. Wie gesagt, bis zu dem Campingplatz bin ich erst letztes Jahr gekommen und dann hat mich der Frost überwältigt. Und so sieht das Ganze aus auf der Brücke. Auch die Umgebung hier, das ist ja schon toll. Die gegenüberliegende Seite. Da wird auch gerne geangelt, habe ich mir sagen lassen. Ach, da sind sogar gerade welche am Angeln. Ja, okay.
Ja, Leute, jetzt wird es ganz abenteuerlich. Jetzt hat die Actioncam gerade auch noch den Geist aufgegeben. So von jetzt auf gleich. Entweder liegt es am Diemelsee, dass hier immer alles schief geht, ich weiß auch nicht. Oder bei mir ist irgendwie an den Elektrogeräten der Wurm drin. Ich filme jetzt eben mit dem Handy noch ein bisschen. Versuche das dann nachher passend irgendwie zusammenzuschneiden. Ist schon ärgerlich. Echt. Naja. Dann wird auch dieses Video wahrscheinlich wieder sehr kurz. Weil so gut klappt das hier alles jetzt nicht mehr. Ich brauche echt qualitativ hochwertige Geräte. So macht das keinen Spaß mehr. Aber was unheimlich schön ist, dieses Grün des Wassers hier. Naja, ich fahre erstmal weiter. Mal schauen. Ja, so ist die Wegbeschaffenheit jetzt auf der Rückseite des Diemelsees. Ein bisschen matschig, ein bisschen Schotter, aber alles in allem auch gut. Ich wollte jetzt einmal hier unten zum Wasser runtergehen und mal eben da unten schauen, wie es so ist. Ja, jetzt bin ich hier unten angekommen am Wasser und es ist glasklar. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so erkennen kann. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Jetzt wird nur noch das Handy fallen lassen. Und dann ist der Tag komplett gelaufen. Naja, so schlimm ist es auch nicht. Dort sieht man die Staumauer. Ich werde jetzt gleich da hinten weiterfahren. Ich weiß nicht, wie weit das da noch rumgeht. Aber da lasse ich mich einfach überraschen. Auf der gegenüberliegenden Seite sieht es so aus, als wenn da so geschlossene, wie heißen denn diese Boote? Diese Ringe, wo man so übers Wasser mitfahren kann. Auf jeden Fall gibt es sie auch mit Dach anscheinend. Oder das ist das Winterlager, das kann auch sein. Naja, gut. So, jetzt wieder hoch und weiter geht's. Ja, ich dachte ja vorhin, das geht hier nur mal eben noch so um eine Kurve ein Stück. Aber das geht hier noch ein ganzes End durch den Wald. Richtig schön. Mit 6 Bar oder knapp 6 Bar auf Reifen. Nicht unbedingt der perfekte Untergrund. Aber trotz allem tolle Strecke. Also hier ist das Ganze doch einmal schön zu sehen. Ich bin von Helminghausen aus hier hochgefahren. Hier entlang des Diemelsees. Hab dann hier den Weg unten am See genommen. Bin dann hoch in den Wald. Und bin jetzt hier an dem Parkplatz oder Wanderparkplatz Kotthausen. Schau jetzt auf der Rückseite, ob ich hier oben herfahren oder hier unten am Wasser herfahren kann. Da muss ich mal schauen. Dieser dunkelrote Weg ist jetzt 12,7 Kilometer lang und heißt hier H6. Das ist also diese Umrundung, die ich jetzt gerade fahre und die auch sehr schön ist. Es waren jetzt gerade bestimmt 6 Kilometer nur durch den Wald. War echt schön. Immer das Wasser zur einen Seite zu sehen. Hier ist jetzt gerade so ein kleiner Rastplatz. Ich werde jetzt erstmal eine Schnitte essen. Und dann weiterfahren. Ja, jetzt zum Ende der Tour kommt tatsächlich die Sonne noch mal kurz raus. Ich bin jetzt hier unterhalb des Fährhauses mit Blick auf die Staumauer. Das ist hier so ein Aussichtspunkt, Selfie-Punkt, wie man es auch nennen möchte. Und ja, ich bin einfach von dem Blick nochmal begeistert. Den wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Aber wie es so ist, die Tour ist zu Ende. Ich fahre jetzt nur noch da hinten wieder Richtung Parkplatz. Da gibt es nicht mehr ganz viel zu sehen für euch. Deswegen verabschiede ich mich jetzt hier. Wenn ihr um den Diemelsee rumfahrt, nutzt den Weg H6. Ich habe gerade ein kurzes Stück probiert, ob man auch an der Straße hochfahren kann. Kann man.
ist aber definitiv nicht so schön zu fahren. Also man ist die ganze Zeit neben dem Wasser, alles gut, auch nicht so viel Verkehr jetzt um die Jahreszeit. Aber der H6-Weg oben durch den Wald war dann doch schöner. Ich habe jetzt insgesamt hier gute 20, 24 Kilometer, glaube ich, gemacht, weil ich noch so ein bisschen kreuz und quer gefahren bin. Aber der eigentliche H6-Weg sind nur, ich habe es vorhin gesagt, ich glaube 12 Kilometer. Der ist gut zu schaffen, auch zu Fuß mal eben. Also, macht's gut, euer Markus und Monty.